Ich hätte noch gerne gewusst zum Thema Verstaatlichung des Asylwesens. Das geht ja halt in Begutachtung. Was erwarten Sie sich jetzt von dieser Bundesagentur? Naja, ich erwarte mir, oder sagen wir es einmal so, wer verfolgt insbesondere im Betreuungsbereich welche Interessen? Und da kann ich guten Gewissens sagen, dass der Staat keine Geschäftsinteressen verfolgt, sondern wir wollen dort nur kostendeckend arbeiten. Unser Interesse ist es, dass wir die Rechtsstaatlichkeit zwar in allen Bereichen absolut absichern, aber dass wir nicht haben wollen, dass uns irgendjemand auf der Nase herumtanzt, dadurch, dass man schon fast in Manier der Schlepperverfahren verschleppt. Ja? Das kostet alles einen Riesenhaufen Zeit, kostet einen Riesenhaufen Geld und hier wollen wir den Prozess dann einfach straffen. Und dafür ist diese Agentur ins Leben gerufen und ich glaube, das wird einen sinnvollen Beitrag leisten, weil wir damit eine engere Führung des gesamten Verfahrens erreichen können, weil die Stellen damit befasst sind, enger miteinander kooperieren, weil wir damit Zeit gewinnen, weil wir damit Kosten sparen. Deswegen ist das sinnvoll. Und wenn Sie jetzt noch Kostenschätzungen fragen, heute waren in den Medien, glaube ich, Zahlen, wenn es um die Frage der Rechtsberatung geht, von etwa 2 Millionen. Das ist aber nur die Komponente der Rechtsberatung. Sie haben auch die Versorgungskomponente drinnen. Das, was jetzt diese Firma ORS auch macht, wenn wir das sozusagen in diese GmbH nehmen und nicht mehr gewinnorientiert machen, errechnen wir uns dort auch ein Einsparungspotenzial von einigen Millionen Euro pro Jahr. Und ich glaube, dass das Sinn macht, das aus diesen Gründen auch in die hoheitliche Verwaltung hineinzugeben. Und ich will ehrlich gesagt auch von Anfang an eine Rechtsberatung in Kombination mit einer Rückkehrberatung und nicht den Versuch, den Menschen falsche Hoffnungen zu machen und am Ende stehen dann alle da wie begossene Pudel, weil das herauskommt, wo jeder von vornherein eigentlich schon sagen hätte können, dass das das Ergebnis sein wird. Und wir sehen bei den Rechtsberatungen bestimmter NGOs, die sich heute zu Wort gemeldet haben, einfach eine signifikant höhere Quote an Verfahren in der zweiten Instanz als bei anderen. Ich sehe, dass in der Schweiz die Quote von Verfahren in der zweiten Instanz, also von Einsprüchen bei 20% liegt, in Österreich liegt sie bei 70% und das muss einen Grund haben. Ja? Und ich glaube, dass eine Motivation natürlich auch Geschäftsinteressen von Beteiligten sind und die haben wir nicht und deswegen glaube ich, dass das eine saubere und solide Lösung ist. Die Rechtsberater agieren unabhängig und weisungsfrei, aber trotzdem im Verbund mit den Dolmetschern, mit den Rückkehrberatern. Das ist alles unter einem Dach und das garantiert, dass die Räder ineinander greifen und wir nicht hinter jedem Einzelnen nachlaufen müssen. Nur ganz kurz nachfragen, es gibt ja jetzt bestehende Verträge, zum Beispiel mit dieser ORS. Ja. Sind die so leicht zu lösen oder sind die sehr langfristig? Wie schaut's denn da aus? Also wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte des kommenden Jahres diese Aufgabe von der ORS übernehmen können. Das wird dann quasi der erste Schritt sein, den wir setzen und ab 1.1.21 ist es dann das übernächste Jahr, dass wir dann quasi alle Komponenten dieser Agentur dann auch im Vollbetrieb haben. Das geht Schritt für Schritt, deswegen brauchen wir jetzt einmal die gesetzliche Grundlage. Auf Basis der gesetzlichen Grundlage geht es dann in die Fragen von Ausschreibungen, Bewerbungen etc. etc. Und das hat halt alles auch einen Vorlauf und der Zeitplan schaut so aus, wie ich Ihnen es gerade dargestellt habe. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!